Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute gibt's das Halbfinale des FIFA Active Cups. Ja Freunde, wir haben es geschafft, wir sind im Halbfinale und wir spielen heute gegen AK, der Glitcher. Der Link zu ihm ist in der Videobeschreibung, genauso ist der Link zu jedem anderen Teilnehmer des Cups in der Videobeschreibung und auch zum Veranstalter FIFA Active höchstpersönlich. Und ja Freunde, wir haben unser Team umgebaut, eine andere Aufstellung mit anderen Spielern. Wir haben vor allem auch D-Pay eingebaut mit 98 Tempo, 88 Shooting. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Viele haben sich beschwert, dass ich Dumbia eingesetzt habe. Deswegen mache ich das jetzt heute nicht mehr, um zu beweisen, dass ich auch ohne ihn gewinnen kann. Ich hoffe, ich gewinne jetzt auch. Ja Freunde, dann würde ich eigentlich schon sagen, können wir auch schon ins Spiel starten. Ich habe leider Messi Erstbesitzer abstoßen müssen, weil ich einfach die Coins gebraucht habe, um mir jetzt zum Beispiel einen D-Pay leisten zu können. Ja Freunde, das wollte ich euch auch noch sagen und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch ins Spiel. So Freunde, da haben wir ihn auch schon am Start. Er hat auf jeden Fall eine viel bessere Bewertung als unser Team und ich hoffe, das sagt nichts übers Spiel aus. Ich hoffe es wirklich. Ich will jetzt mit dem Bayern-Trikot spielen. Er spielt mit seinen Galatasaray-Trikots und ich bin richtig, richtig gespannt, was er für ein Team aufweist. Okay, volles BBVA-Squad. Das sieht auf jeden Fall nicht allzu gut aus, aber auf jeden Fall natürlich eine richtig starke Truppe. Der neue Turan ist ja auch am Start und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Spiel. Freunde, eins kann ich euch sagen, ich bin extremst angespannt, denn ich will hier wirklich ins Finale einziehen und das ganze Ding dann auch noch nach Hause holen. Oh, schön gespielt. Komm. Ah, schade, komm nochmal. Schade, Schweinsteiger mit der ersten guten Situation. Ah, Lewandowski läuft sich nochmal frei. Lewandowski zieht nochmal in die Mitte. Lewandowski! Ter Stegen ist zur Stelle. Das war richtig gut gespielt. Das war richtig klasse gespielt. Konko flankt den Ball dann in die Mitte. Und ich weiß gar nicht, wer es war. Es war Memphis Depay, die Team of the Season Version. Das hat Konko auf jeden Fall richtig gut gemacht. Da hat er sich hier ein bisschen durchgeskillt mit einem Fake Shot. Und dann flankt er den Ball rein. Depay mit dem Flugkopfball. 1:0. Ja, Depay auf Robben mit dem Innenriss. Das war gar nicht Robben, das war Konko, der Rechtsverteidiger. Oh mein Gott, Memphis. Jetzt haben wir Robben. Oh, schade. Das war schön gespielt, Benzema ist durch, zum Glück abseits, oh mein Gott, der wäre jetzt wirklich schon auf und davon gewesen. Ja, jetzt auf Lewandowski, ja, dreht nochmal ab, auf Robben zurück, Robben allein vom Tor, Robben. Sehr, sehr glücklich, aber auf jeden Fall das 2:0, sehr, sehr wichtig, ich bin mega nervös und vielleicht kommentiere ich euch nicht so viel, mir fällt das jetzt gar nicht so auf, ich muss mich echt konzentrieren. Das war ein bisschen glücklich, schön herausgespielt, der Abschluss war dann wirklich glücklich und somit steht es 2:0. Ah, Memphis läuft sich frei, Memphis, Depay, Memphis, 5 Sterne Skills, oh, schöner, keine Ahnung wie das heißt, oh mein Gott, die hat er zerstört und der Ball ist sogar drinnen. Oh mein Gott, ich verstehe die Welt nicht mehr. Was war das für ein geiles Dribbling? Rabona Fake Shot, so heißt es. Jetzt fällt es mir ein. Aber den Ball knallt er einfach mal unter die Querlatte. Und vorher mit einem richtig geilen Skill. Jetzt hat er das richtig gut gemacht. Und dann mit der Latte. Oh mein Gott, so ein geiles Tor kann echt nur Memphis schießen. Memphis Depay, oh mein Gott, an die Querlatte, wie geil war der Freistoß, eigentlich geschossen auf jeden Fall, 3:0 für uns, das läuft auf jeden Fall richtig, richtig gut. So Freunde, Halbzeit, 3:0 steht es und ich bin guter Dinge, dass wir dieses Ding nach Hause fahren, um dann auch ins Halbfinale einzuziehen. So Freunde, weiter geht's mit der zweiten Halbzeit und ich hoffe, wir können das Ding gewinnen. Ah, kommt nochmal an den Ball, legt nochmal ab auf irgendwen und irgendwen macht den fast rein. Oh mein Gott, Schweinsteiger. 4:0, ganz klares Ding. Das war wieder mal einfach nur überkrank gespielt und Depay. Oh mein Gott, der hat so einen kranken Schuss, Leute. Ah, Benzema ins Außennetz zum Glück, also ans Außennetz. Memphis auf Lewandowski, Lewandowski ist durch und da muss ich jetzt einfach mal pacen. Jetzt kommt der Lupfer, oh mein Gott, nein, ich habe gedacht, der geht rein, schade. Das war ein richtig stark gespielter Pass und Turan, oh mein Gott, Boateng ist ein Boss. Und jetzt ist Benzema durch, jetzt ist er durch und jetzt macht er den Ball auch eiskalt ins Kreuzeck. Das hat auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, der Benzema. Und in der 81. Minute steht es 4:1 und ich bin aber guter Dinge, dass wir dieses Ding noch nach Hause fahren können. Oh, Depay ist durch, Depay dreht nochmal ab, geht nochmal über die Mitte, Ball kommt zu Arjen Robben und der macht den Ball sogar fast. Benzema ist durch, Benzema macht dann auch noch das 4:2, aber das Ding dürfen wir gewonnen haben, es steht bereits die 90. Minute auf der Uhr und das dürfte uns keiner mehr nehmen.
So Freunde, die Partie ist vorbei, wir gewinnen mit 4:2 und sind somit im Finale des FIFA Active Cups. Was war das für ein gutes Spiel? Wir haben 4 Tore gemacht, waren 4:0 vorne, dann hat er noch 2 Tore gemacht. Das heißt, wir gewinnen die Partie und stehen, wie gesagt, im Finale des ganzen Cups. Schaut gerne noch bei allen anderen Teilnehmern in der Videobeschreibung vorbei. Die sind dort alle verlinkt. Sind ein paar richtig coole Jungs dabei. Und hier können wir sehen, D-Pay 9,3er Bewertung, Match-Winner. Ganz klar 2 Tore, Arjen Robben 1 und Schweinsteiger macht dann auch noch ein Tor. Was für ein Spiel. Ich bin richtig, richtig happy, dass wir das Ding gewonnen haben. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch auch freut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann auch schon im Finale wieder. Und dann würde ich sagen, was ist? Und ich sage wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.